Umgang mit Selbstgeißelung bei anderen. Angenommen, du siehst einen Menschen, der sich übermäßig bestraft und niedermacht und so märtyrerhaft schimpft über sich selbst, dann hast du immer die Neigung, ja, du willst ihm irgendwo sagen, so schlimm ist es nicht und geh doch etwas freundlicher mit dir um. Nicht immer funktioniert das. In vielen Fällen kannst du dir einfach sagen, okay, das ist seine Weise, mit sich selbst umzugehen. Manche Menschen sprechen nicht sehr freundlich mit sich, manche gehen nicht freundlich mit sich um. Du kannst sie auch nicht ändern, wenn du ihnen sagst, du musst freundlich mit dir umgehen, dann ist er sich nachher nicht nur böse, weil er was getan hat, was er nicht hätte tun sollen, sondern sich noch dazu böse, dass er sich selbst böse ist. Jemandem zu sagen, liebe dich selbst, das führt nicht dazu, dass er sich selbst liebt. Im schlimmsten Fall hasst er sich deshalb noch mehr, weil er sich nicht liebt. Und so macht den Menschen das Leben nicht zu kompliziert. Besser ist es, zeige dem Menschen Mitgefühl, zeige ihm Wertschätzung, zeige ihm, dass du ihn magst, dass du ihn liebst. Wenn jemand merkt, dass er von anderen geliebt wird, dass er von anderen angenommen wird, kann er auch sich selbst besser annehmen. Mindestens gilt das in den meisten Fällen. Bei extremen Formen von Selbstgeißelung und schlechtem Selbstwertgefühl oder wenn es so weit geht, dass man sich selbst physisch bestraft, dann kannst du auch zu einer Psychotherapie raten. Aber selbst hier hast du nicht immer die Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen.